oder auch liebe Traderinnen und Trader, ein herzliches Willkommen an dieser Stelle zu den täglich neuen Handelsideen heute am Mittwoch, den 11. Juli 2018. Mein Name ist Mike Seidel und ich möchte Sie hier herzlich willkommen heißen zu den Handelsideen, präsentiert von Tickmill, Ihrem Broker für Forex, Aktienindizes, Rohstoffe, Anleihen und auch Kryptowährung. Elena, einen schönen guten Morgen, schön, dich wieder dabei zu haben und auch ein herzliches Hallo an all diejenigen, die hier live auf Facebook mit dabei sind. Wenn Sie Fragen haben, meine Einladung an Sie, lassen Sie uns das ruhig hier direkt im Chat besprechen. Den einen oder anderen Wunschmarkt kann ich hier sehr gerne auch einbauen. Ludger, auch Ihnen einen schönen guten Morgen. Und damit geht's direkt rein in das Webinar. Der Risikohinweis obligatorisch an erster Stelle. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, Ihr investiertes Kapital zu verlieren. Damit hätten wir diesen obligatorischen Part erledigt und dann geht es mit der Handelsvorbereitung los. Handelsvorbereitung heißt Charts durchschauen, Tagesnachrichten anschauen und dann Handelssetups auch mit erarbeiten. Die Tagesnachrichten für heute um 11 Uhr, nein, entsprechend am 11.07. um 9 Uhr schon, spricht der EZB-Präsident Draghi. Sie wissen, das kann immer für einiges an Bewegung sorgen an den Märkten. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Um 14.30 Uhr gibt es dann aus den USA den Erzeugerpreisindex für den Monat Juni. Hier haben wir eine Prognose von 0,2%. Im Vormonat waren es ein Zuwachs von 0,5%. Und am Nachmittag um 16.30 Uhr deutscher Zeit gibt es das Thema der Rohöllagerbestände. Das also die wichtigsten Themen für heute. Sie sehen hier, am Nachmittag gibt es noch ein paar weitere Informationen dazu. Es gibt um 13.20 Uhr den OPEC-Monatsbericht, also auch hier das Thema Öl mit auf der Agenda. Es gibt noch ein EZB-Mitglied, das eine Rede hält. Es gibt am Nachmittag auch noch weitere Dinge um das Thema Rohöle, um das Thema Erzeugerpreise. Also die Zeiten sind in etwa bekannt jetzt. 9 Uhr morgens, 14.30 Uhr wichtig in den USA, 16.30 Uhr, 13.20 Uhr. Das sind wichtige Sachen, die wir hier auf der Agenda haben sollten. Immer auch dir einen schönen guten Morgen. Freue mich sehr, dich heute wieder mal live im Webinar dabei zu haben. Und von den Nachrichten würde ich sagen, gehen wir doch direkt in die Charts. Was habe ich für Sie heute vorbereitet? Ich mache Ihnen gleich nochmal den Blog-Eintrag auf. Den finden Sie auf der Website von Tickmill. Ich hole Ihnen das mal direkt in das Bild hinein. Das heißt, ich poste das Ganze jeden Morgen hier direkt auch auf Facebook. Dann kommen Sie hier in den Blog hinein. Für all diejenigen von Ihnen, die sich später anschauen möchten oder generell jeden Morgen das Ganze direkt hier auf der Website mit anschauen möchten. Wir haben hier den Blog-Eintrag vom 11. Juni und heute geht es dann sozusagen um den S&P 500. Eine spannende Stelle, die wir hier an dieser Stelle haben. Wir haben den Euro Norwegen oder die Euro, das Euro, wie auch immer. Wir haben das Währungspaar Euro norwegische Krone und wir sprechen über Neuseeland Dollar, Schweizer Franken hier in der Tagesvorbereitung. Also damit direkt würde ich sagen rein in die Charts der entsprechenden Paarungen bzw. des Indizes, den ich hier habe. Und dazu benutzen wir selbstverständlich den MetaTrader 4 hier von Tickmill. Sie sehen hier im S&P 500 Tageschart die Situation, wie sie momentan ist. Ich war gestern schon den ganzen Tag auf der Lauer gelegen, mein Short-Setup getriggert zu bekommen, weil wir haben gesehen, der Markt, der bewegt sich irgendwo in diesem Bereich hier oben um diesen Widerstand. Ich habe das hier mal mit so einem rosa Ton für Sie markiert, um die 2800-Punkte-Marke. Wir hatten hier dieses Trend hoch, also den blauen Trend, den ich Ihnen hier eingezeichnet habe, haben wir hier als hoch gehabt und da tingelte der Markt gestern so ein bisschen hin und her in diesem Bereich. Es ist ein Markt, wo wir sehen, wir hatten eine sehr tiefe Korrektur und die Bewegung hier ist sehr, sehr weit gelaufen, weil sie von unten tief rauskam. Es kam nicht wirklich Erholung in den Markt rein, sondern wir kamen sehr, sehr stark nach oben. Gut, für mich war es gestern Abend zu spät, den Markt noch zu traden. Über die Nacht wollte ich das
nicht machen. Heißt also, wir schauen uns das ganze Bild mal an. Ich habe Ihnen das Bild im Blog-Eintrag mal im Wochenchart gemacht, weil da die Gesamtsituation ja auch schnell und einfach greifbar wird. Ich zoome das mal kurz etwas näher ran. Hier habe ich für Sie halt eingezeichnet den Tageschart-Trendverlauf, den wir hier in der Woche in dieser Art und Weise untergeordnet halt abgebildet haben. Und wir sehen halt, der Markt ist hier wirklich oben reingelaufen in dieses Level. An diesem Punkt sind halt zwei Dinge opportun. Entweder der Markt behält seine Stärke massiv bei und läuft dann direkt wieder nach oben. Das würde dann halt bedeuten, dass wir hier in diese Bereiche oben mit reinlaufen, bis hin zum aktuellen Allzeithoch in diesem Markt bei 2800 und was haben wir hier oben, 77, 78 Punkten, so in etwa. Auf der Unterseite steht die wichtige Unterstützung, hier ist noch ein ganzes Stückchen weg bei knapp 2700 Punkten im S&P 500. Und wenn wir uns das Ganze dann mal im untergeordneten Tageschart anschauen, dann haben wir halt für das kurzfristige Trading entsprechend die Punkte hier, das Tagestief von gestern wäre mal, wenn wir nach unten laufen sollten, hier ein erster Anlaufpunkt, gefolgt dann entsprechend von dem Tief am Vortag bei 2729 Punkten. Also hier die 2759 und 2729 sind hier kurzfristig in der Korrektur auch auf der Agenda. Das wäre dann auch eine recht tiefe Korrektur wieder, diese Aufwärtsbewegung bis hier oben ran. Wir werden sehen, was der Markt hier gibt. Wenn er allerdings direkt wieder in die Stärke übergeht, das heißt, wir haben ja jetzt hier den Aufwärtstrend, natürlich im Tag und auch in der Woche, geht er hier direkt wieder nach oben über, sehen wir das Ganze auch sehr schön in der Stunde. In der Stunde sehen wir jetzt aktuell einen gebrochenen Aufwärtstrend. Ne? Hier haben Sie den Aufwärtstrend in seinen Schwüngen mal laufen. Hier haben wir entsprechend die Marke gehabt, die unten gebrochen worden ist. Hier ist der Markt runtergelaufen. Und jetzt ist es halt spannend, was der Markt macht. Ne? Hier oben hat er schon halt den Schwung gemacht. Er ist in einem Abwärtstrend mittlerweile unterwegs. Haben wir jetzt hier die Korrektur. Läuft der Markt hier unten weiter, dann wäre das natürlich hier der Punkt, dass wir in die tieferen Kursbereiche eventuell eintauchen könnten und ein bisschen Korrektur auf der Unterseite mitbekommen. Das Bild im S&P 500, wie schon gesagt, hier das Kürzel bei Tickmill US 500. Also auch gut zu handeln, ordentliche Ausführung. Das Ganze passt also an dieser Stelle alles gut zusammen. Dann schauen wir auf das Währungspaar Euro-Norwegische Krone. Da starten wir auch im Tageschart, weil interessanterweise sind wir hier mittlerweile an eine Stelle wieder rangelaufen, wo der Markt doch dynamisch von unten nach oben abprallt. Das heißt, wir sehen jetzt hier die Situation, dass der Chart, ich mache mal das Bild ganz kurz ein klein wenig kleiner, damit ich Ihnen die Unterseite mal zeigen kann, damit wir hier genügend Historie sehen. Wir haben hier eine Marke gehabt in diesem Bereich, was ich hier so grün markiert habe, das war ein guter oder ist ein guter Unterstützungsbereich um die 3,39, 4,95. Sie sehen hier hinten auch, das ist ein Bereich, der einmal lange Zeit als Widerstand gegolten hat und dann deutlich überschritten wurde. Und das hilft uns jetzt von unten her, den Markt etwas abzufedern. Und Sie sehen schon, was hier an dieser Stelle passiert. Wir sind in einem Abwärtstrend momentan unterwegs, das ist ganz klar, das sehen wir hier. Allerdings flacht das Ganze so Stück für Stück ab. Das heißt, der Markt hat hier unten noch nicht so richtig Druck bekommen. Jetzt haben wir hier den ersten Rebound auch da. Der ist auch schon in den ersten Zielbereich sozusagen reingelaufen. Und wir kamen ja von unten raus. Der erste Zielbereich wäre dann sozusagen das Tageshoch hier gewesen bei 9,45,240. Das ist mal der erste Anlaufbereich. Und jetzt wird es halt spannend, was hier passiert. Wir haben hier an dieser Stelle wieder zwei Möglichkeiten. Wir sehen ja, was die Stunde entsprechend macht. Wir schauen mal in die Stunde rein. Die Stunde ist jetzt schön nach oben gelaufen, hat entsprechend hier diesen Abwärtstrend gebrochen. Ich zeige Ihnen mal hier den letzten Bewegungsschub sozusagen, der ging bis hier unten drunter rein. Die Korrektur lief dann entsprechend hier in diesem Markt, in diesem Bereich rein. So, und hier haben wir diesen wichtigen Punkt. Wir haben untergeordnet, hat sich hier mittlerweile ein Aufwärtstrend entsprechend gebildet. Heißt also hier Bewegung, Korrektur, weite Bewegung. Jetzt sind wir schon mal hier oben reingesprungen. Wir haben diesen Abwärtstrend hier entsprechend definitiv auch rausgenommen. Das heißt, hier haben wir ja diesen Bewegungstrend nach unten. Die Bewegung ist definitiv entsprechend gebrochen. Und hier oben, dieses obere Kursniveau ist mittlerweile auch rausgenommen worden. Heißt also vom Prinzip her hier hoch, runter, upsala. Und weit nach oben sind wir über diesen entsprechenden Level rausgekommen.
Heißt also, wir laufen jetzt hier in einem validen Aufwärtstrend nach oben, der momentan gerade in seiner Korrektur ist. Und jetzt kommt es wirklich darauf an, was der Markt an dieser Stelle macht. Kommt er aus der Korrektur von unten wieder raus, dann steht die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass wir doch noch höhere Kursverläufe sehen werden. Das heißt, wir haben hier ganz gut auch die Möglichkeiten, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, hier in der Stunde diese Hochs in diesem Abwärtstrend mit anzulaufen. Das sind halt die Dinge, wo wir die Frage beantworten können, wer kauft entsprechend nach uns. Spannende Sache, heißt also, wir brauchen jetzt hier die Korrektur und der Markt muss von oben mit rauskommen. Und das ist halt wichtig hier in diesem Moment für das kurzfristige Traden. Schaue ich da sehr, sehr gerne in die kleineren Zeiteinheiten. Das heißt, wir gehen jetzt hier mal beispielsweise in die 5 Minuten hinein. Da sehen wir jetzt hier sozusagen die Korrektur. Momentan hat sich hier in den 5 Minuten noch kein Abwärtstrend gebildet. Sollte sich einer bilden, dann wissen Sie, wenn ein Abwärtstrend kommt, ist das die Korrektur der Stunde, wird der in den 5 Minuten gebrochen und läuft wieder nach oben, dann wäre das das Zeichen, dass die Bewegung wieder aufgenommen wird. Das ist momentan ein bisschen schwierig, weil diese Stundenkerze hier momentan ja ein bisschen, ich sag mal, hässlich aussieht. Wir hatten einen Spike nach oben, wir hatten einen Spike nach unten, also so ein bisschen Unentschlossenheit des Marktes zeigt uns das Ganze an und da macht uns das natürlich auch etwas schwierig, wenn wir in den 5 Minuten auch nichts sehen, hier reinzukommen. Aber das Grundgefilde ist halt einfach so, wie es ist. Es ist da. Und damit können wir den ein oder anderen Trade auch machen. Wie schon gesagt, läuft es nach oben weiter, sehen wir hier nach oben die Anlaufpunkte. Mit Blick nach unten hin wäre es natürlich genauso zu sehen, wenn der Markt an dieser Stelle rumdreht. Ich gehe noch mal kurz in die Stunde. Also das heißt, wenn wir hier sozusagen nach unten laufen und der Markt hier tendenziell wieder abfällt, dieser Ausbruch nach oben sozusagen eine Finte war, dann wäre es dem Markt gegeben, dass wir hier wieder drunter rauflaufen und da wäre es auch wieder gut, in die 5 Minuten reinzuschauen. Wenn der Abwärtstrend sich dort fortsetzt, dann würden wir hier wieder in die Trendrichtung der Stunde laufen, also in die vorherige Trendrichtung der Stunde und das wäre dann wieder homogen mit dem Tag. Also diese beiden Ideen gibt es hier in diesem Chart definitiv zu sehen. Und damit zum zweiten Währungspaar für die heutige Runde und zwar ist das der Neuseeland-Dollar, Schweizer Franken. So, kleinen Augenblick, ist sofort auf dem Bildschirm. Hier haben wir es. Auch ein spannender Bereich hier in diesem Chart. Wie Sie sehen hier, den schönen abwärts laufenden Markt. Also wir haben hier schön einen nach unten laufenden Abwärtstrend. Wir hatten ja eine massive Bewegung. Ne? Wenn Sie das mal sehen, dieser Trend nach unten hier, dieser Abwärtstrend, der ist halt hier mal ganz kurz nach oben raus gepiekt worden. Aber der Markt hat sich einfach nicht drüber gehalten und dann direkt wieder in die Abwärtsrichtung geschoben und das war ein Wahnsinnsschub. Schauen Sie sich das mal an. Der lief hier einfach über, das waren bestimmt 3 Handelswochen. Ich habe jetzt die Kerzen nicht gezählt, aber mindestens mal 2 Handelswochen. Schnurstracks nur nach unten. Ist zum Stehen gekommen hier unten in diesem Bereich um die Marke von 0,66506 und hat dann wirklich sehr, sehr schön mustergültig nach oben gedreht. Und jetzt haben wir hier einen Bereich, das habe ich Ihnen hier mal angekreuzt, hier unten an dieser Stelle bei 0,67986. Da war das Tief hier unten an dieser Stelle und mit diesem Tief ist quasi ein neues Trendtief hier, wenn wir mal diesen Trend uns anschauen, entstanden. Das heißt, der Markt ist in diesen Bereich reingelaufen. Das sind häufig Rücklauflevel. Das ist halt ein bisschen zur Erfahrung, wenn man die Märkte immer wieder sieht, dann sieht man an diesen Stellen, kann immer mal so ein bisschen was passieren. Da bauen sich Spannungsmomente auf und da kam es gestern entsprechend hier auch zum Rücklauf. Das heißt, wir haben jetzt hier kurzfristig quasi wieder schon den Schub nach unten. Das heißt, wenn sich dieses Szenario hier fortsetzt, ich hatte in dem Blogbeitrag habe ich beide Situationen beschrieben. Das heißt, wenn die Stärke eintaucht, dass jetzt hier nur eine kurze Gegenreaktion ist und der Markt weiter nach oben läuft, gibt es auch noch die zweite Idee. Die erste bespreche ich allerdings zuerst. Hier haben wir dann sozusagen die Sache, hier haben wir schon den Tag gestern rückläufig einfach nur mal hier oben reingepiekst. Heute schön die rote Kerze und das Ganze gucken wir uns einfach mal wieder auch in der Stunde an und in der Stunde sehen wir sozusagen, dass wir hier den letzten Trendschub nach oben, den haben wir gebrochen. Wir haben jetzt in der Stunde einen bestehenden Abwärtstrend. Der ist momentan weit in seiner Bewegung. Das ist etwas uncharmant zum Traden aus meinen Augen heraus. Das heißt, ich möchte gerne aus der Korrektur heraus traden. Heißt also, ich würde mir wünschen, dass es hier zu einem Rücklauf kommt. Nur die Börse ist nicht immer Wunschland. Manchmal kommt es auch direkt zur Dynamik nach unten, weil, schauen Sie mal, wir haben jetzt hier unten auch Punkte, wo der Markt entsprechend weiteren Druck bekommen kann, wenn wir hier nach unten laufen. Das heißt, es kann auch massiv zu einem Schub nach unten kommen. Wir wissen es nicht. Wir werden sehen, was der Markt hier macht. Wenn man sich das in den kleinen Zeiteinheiten anschaut, sehen wir halt auch den laufenden Trend nach unten hier in den 5 Minuten.
die 5 Minuten gerade in ihrer Korrektur, wenn die wieder rumdrehen, die 5 Minuten, dann wäre das ein erstes Signal dafür, dass die Stunde auch weiter nach unten läuft. Die Stunde hat jetzt hier ja die Situation, dass sie etwas in die Korrektur läuft. Die Korrektur kann auch etwas weiter nach oben laufen, das wissen wir nicht, aber definitiv spielt der Markt momentan eher das Szenario nach unten und da haben wir sozusagen ein paar Tagestiefs voraus. Deswegen habe ich heute mal hier diese Tagestiefs etwas für Sie mit einem blauen Rechteck sozusagen notiert. Das heißt, schauen Sie, wir haben hier in diesem Chart die Tagestiefs vom 9. 6. und 5. und 4. Juli liegen um die Marken von 0,67242, 0,67257, 0,66996 bzw. 0,66909. Die liegen in relativer Nähe zueinander und aus diesem Grund könnte ein Schub nach unten hier für doch deutliche Dynamik sorgen und die Wahrscheinlichkeit für einen erneuten Antesten dieses Tiefs hier unten bei 0,66520 deutlich erhöhen. Das also auf der Unterseite. Sollte der Markt, wie schon gesagt, hier doch intraday direkt wieder an Stärke gewinnen und gar nicht erst in diese Bereiche hier unten reinlaufen, dann wäre es halt gegeben, nach oben zu laufen. Dann ist diese Linie hier oben um die 0,67986 wieder ein Widerstand, den es zu überwinden gilt. Wird der überwunden, sehen wir auch hier relativ eng aneinanderliegende Tageshochs bei 0,68106. Dann haben wir hier einen Bereich, da liegen die sehr, sehr nah beieinander. Das sind die 0,68 ungefähr 3,95, gefolgt dann ein Stückchen weiter weg dann von 0,68551. Also das an dieser Stelle auf der Oberseite am Potenzial, sollte der Markt doch sich dazu entscheiden, die Korrektur hier etwas weiter laufen zu lassen. Momentan haben wir hier, wenn wir die Bewegung ausmessen, ein Korrekturlevel von etwas unter 50% hier in diesem Hoch gehabt. Das ist noch nicht wirklich tief, aber Sie sehen halt, wir haben hier diesen Widerstandsbereich und der hat halt momentan erst einmal für Kursrückgänge gesorgt. An dieser Stelle bin ich mit den wichtigsten Daten fertig. Ein kleiner Hinweis noch für all diejenigen, die den Ölpreis oder den Ölmarkt immer mal wieder auf der Uhr haben, auf der Agenda haben. Wir haben hier momentan eine Situation, wir bekommen ja heute auch Ölmarktnachrichten von der OPEC, von den US-Rohöllagerbeständen. Wir haben hier momentan Peaks nach oben, wo der Markt immer wieder abverkauft. Das heißt, so richtig massive, starke Aufwärtsdynamik bekommen wir jetzt hier an dieser Stelle noch nicht. Nach unten hin haben wir auch etwas nebulöses Bild. Der Markt sticht hier immer mal unten rein und oder unten raus sozusagen unter diese Linie von den 73,15. Muss man sehen, was wird. Aber es ist diese starke Aufwärtsdynamik, die wir hier die Tage gesehen haben, erstmal vorbei. Der Markt pendelt sozusagen so ein bisschen hier seitwärts in der Spanne zwischen, was haben wir hier auf der Oberseite, muss ich selber erstmal gucken, dass wir das haben, also in der Spanne von 74,50 und 73,15, so über den Daumen pendelt er hin und her. Das ist gut für die kurzfristigen Trades, das heißt diejenigen, die sich das in den kleinen Zeiteinheiten auch immer mal anschauen, das ist immer mal interessant, hier reinzugehen, wenn man sich die neuen Trendentstehungen anschaut. Das heißt, hier, schauen Sie, hier haben wir die Abwärtstrends gehabt, konnte man gut nach unten treten, hier hat sich entsprechend ein Aufwärtstrend gebildet, das ist das, was nach oben läuft. Gut, das war jetzt über die Nacht, aber Sie sehen, wie das entsprechend auch funktioniert hat. Hier hatten wir das Ganze auch gestern im Nachmittag hier, Abwärtstrendbildung in den 5 Minuten. Hier war der Trendbruch vom Aufwärtstrend. Da gab es den Schub entsprechend nach unten, konnte man auch schön traden. Also für kurzfristige Trader bieten sich innerhalb dieser Range immer wieder interessante Ideen an. Man muss halt nur vom Timing her gut sein, immer schön neben den Rechner sitzen, dass das Ganze gut läuft. Hier haben wir beispielsweise auch entsprechend, wenn wir das mal anschauen, eine flache Range gehabt, die dann auch mal schnell nach oben geschoben ist. Also all diese Dinge finden sich hier drin. Wer hier kurzfristig investieren möchte oder traden möchte, kann das wirklich in den kleinen Zeiteinheiten doch recht gut tun, weil diese Peaks nach oben und nach unten deuten halt immer mal auch auf gute Trading-Gewinnmitnahmemöglichkeiten hin. Wichtig ist halt, dass Sie hier entsprechend Ihre Handelsstrategie gut ausarbeiten. An dieser Stelle für heute ein gutes Trading. Immer viel Erfolg und viel Spaß weiterhin im sommerlichen Büro und alle anderen in ihrem Trading-Büro oder wo auch immer sie sich gerade befinden. Einen schönen Tag, gute Trades und wir lesen und hören dann morgen früh wieder voneinander. Bis dahin, alles Gute, Ihr Mike Seidel.